Sie spielen im Schnee. Sie haben sehr viel Spaß beim Hüpfen und Rutschen. Hallo, Herr Schneemann. Na, was hat Scout wohl gesehen? Sie sieht sehr aufgeregt aus. Ich frage mich, was es wohl ist, Buster. Oh, toll, ein zugefrorener Teich. Sieh mal, wie Scout auf dem Eis skatet. Sie macht das sehr gut, nicht wahr? Na komm, Buster, probiere du es doch auch mal. Vorsichtig. Oh, armer Buster, das Eis ist sehr glatt. Das scheint Scout nicht aufzuhalten. Sieh, wie sie loszieht. Ich glaube, Buster hat Angst vom rutschigen Eis. Na komm, Buster, das ist doch kein Grund, sich zu fürchten. Haha, los geht's, du schaffst das schon. Und schon geht Buster auf dem Teich skaten. Und wie er jetzt loslegt. Beide haben unglaublich viel Spaß auf dem Eis. Gut gemacht, Buster. Scout ist sehr beeindruckt. Oh, wow. Sieh, wie Buster durch die Luft fliegt. Sieh mal, du hast das Eis zerbrochen. Das Eis zerbricht noch mehr. Und es ist um Scout herumgebrochen. Sie sitzt fest. Buster, was machst du nun? Wenn du dich daran gehst, wird das Eis bestimmt brechen. Großartige Idee. Herr Schneemann wird das Eis nicht zerbrechen. Bitte hilf uns, Herr Schneemann. Sieh, wie er es macht. Er rettet Scout. Gut gemacht, Herr Schneemann. Und tolles, schnelles Denken, Buster. Ich glaube nicht, dass Buster und Scout noch mehr skaten wollen. Danke, Herr Schneemann. Tschüss, Buster. Tschüss, Scout. Schau, da ist Buster der Bus. Er sieht sehr fröhlich aus, nicht wahr? Ach, oh nein. Es fängt an zu regnen. Und es donnert und blitzt. Oh, oh, es ist ein Gewitter. Oh, achte auf Scout, Buster. Oh nein. Buster hat so viel Angst vorm Gewitter. Er hat Scout im Regen alleine gelassen. Und jetzt stecken ihre Räder in der Pfütze fest. Es blitzt jetzt überall. Puh, Buster ist nun sicher und heil in der Garage. Aber was ist mit Scout? Schau, er hat Scout gesehen. Sie steckt wirklich in der Pfütze fest.
Wird Buster tapfer genug sein, um ihr zu helfen? Scout ist wirklich am Kämpfen. Armer Buster, er hat wirklich Angst vom Donnern und Blitzen, nicht wahr? Du schaffst es, Buster. Wow, die Blitze sind so hell und furchterregend. Hurra! Los, Buster! Sieht aus, als hätte er sich entschlossen, Scout zu helfen. Ein schneller Schubs sollte es tun. Hurra! Scout ist jetzt befreit. Schau, wie glücklich sie ist. Gut gemacht, Buster. Der Donner ist immer noch sehr laut. Aber schau, Buster hat keine Angst mehr. Buster und Scout fahren glücklich zur Garage zurück, um dem Regen zu entkommen. Der Donner hat beide erschreckt. Tschüss, Buster. Hier kommen Buster, der Bus und Terry Traktor. Sieht aus, als wollten sie um die Wette rennen. Buster sieht sehr siegessicher aus, nicht wahr? Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Wer wohl gewinnen wird? Gleich geht's los. Auf die Plätze. Fertig. Los! Da flitzen sie. Buster rast in die Führung. Los, Terry, du schaffst das. Ich glaube, Terry ist nicht so schnell wie Buster. Moment, was macht er da? Oh, frecher Buster, er gibt ja an. Arme Terry, Buster ist sich wirklich siegessicher. Noch hast du es nicht ins Ziel geschafft, Buster. Nicht aufgeben, Terry, noch hast du eine Chance. Oh, Buster, ärger Terry nicht. Du bist wirklich nicht lieb. Na los, Terry, zeig Buster, dass man nicht nur Schnelligkeit zum Gewinnen braucht. Jetzt ist Buster sehr weit voraus. Sieh, wie er durch all die Matschpfützen rast. Oh, Buster, ich weiß, dass es heiß ist, aber du kannst nicht müde sein. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Sieh mal, da drüben ist ein Apfelbaum. Ich glaube, Buster möchte sich im Schatten ausruhen. Frecher Buster, du bist etwas zu siegessicher, nicht wahr? Oh nein, Buster ist eingeschlafen. Und sieh, wer kommt. Terry Traktor. Er hat Buster überholt. Oh, Buster, du hast zu lange geschlafen. Da rast er los zur Ziellinie. Ich glaube nicht, dass er mag, was er da finden wird. Fast geschafft, Buster. Aber wo ist Terry? Haha, da ist er. Terry war zuerst im Ziel. Alberner Buster, du hättest nicht so lange schlafen sollen. Und du hättest nicht angeben sollen, denn es bewies wieder, langsam aber stetig gewinnt man. Tschüss, Buster. Tschüss, Terry. Hallo, Buster. Er macht einen Ausflug mit Scout. Und schaut mal, da ist Toni, der Lieferwagen. Es sieht so aus, als würden Scout und Buster hinterherfahren, um herauszufinden, wohin Toni heute unterwegs ist. Sie haben so viel Spaß zusammen. Haha, Scout ist so ulkig. Buster passt gar nicht mehr auf den Verkehr auf. Vorsicht, Buster! Puh, das war aber knapp. Aufpassen, Buster, beinahe wärst du in Toni hineingefahren. Seht mal, da ist ein Schlagloch in der Straße und Toni fährt direkt darauf zu. Oh nein, durch das Schlagloch sind Tonis Türen aufgegangen. Passt auf, Buster und Scout. Es sieht so aus, als würden gleich ein paar Kisten herausfallen. Und da fliegen sie auch schon auf die Straße. Toni hat es anscheinend noch gar nicht bemerkt. Gleich fällt noch eine Kiste raus. Wow, gut reagiert, Buster, und gut aufgefangen. Hier kommt schon wieder eine. Gut gemacht, Scout. Tolle Arbeit. Oh nein, seid vorsichtig, Scout. Scout hat die Kontrolle verloren und ist von der Straße gerutscht. Die Kiste ist dort in den Baum geflogen. Seht mal, Toni muss dort an der roten Ampel anhalten. Das verschafft euch etwas Zeit. Schnell, Buster. Lange hast du nicht, um die Kisten zurückzubringen. Gute Idee, Buster. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die Kisten wieder einzuladen. Sieht so aus, als hätte Scout eine Idee. Gute Idee, Scout. Du kannst diese hölzerne Planke als Rampe benutzen.
Gut gemacht. Der perfekte Ort, um die Kisten abzuladen. Gute Teamarbeit. Jetzt kannst du die Türen zumachen, Buster. Gerade rechtzeitig, bevor die Ampel auf grün schaltet und Toni fährt los. Wahrscheinlich wird er nie erfahren, wie nahe er dran war, all seine Kisten zu verlieren. Gut gemacht, Buster. Gut gemacht. Sieh mal, da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster, deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an. Er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das? Sandy, die Möwe. Ich frag mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel? Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand, umdrehen und schwuppdiwupp, eine Sandburg. Super, Buster, sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Diggers Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Eher, warte, Buster, pass auf, da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy, nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle! Passt auf! Armer Digger. Aber warte! Nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss, ihr alle. Hoffe, ihr hattet einen tollen Tag am Strand. Hier kommt Buster der Bus. Ich frage mich, was er wohl heute so anstellen wird. Was ist denn das? Sieh dir mal diese Plakatwand an, Buster. Diese Reifen sehen ja so glänzend und neu aus. Vielleicht wäre es auch für dich an der Zeit, neue Reifen zu bekommen, Buster. Und los geht's. Oh, seht mal, da ist Jessie Geländewagen. Wie es scheint, hat sie Probleme, den Berg hinaufzukommen. Hier kommt Buster. Arme Jessie. Ich glaube, sie braucht etwas Hilfe, Buster. Ihre Räder scheinen nicht richtig zu greifen. Gleich hast du es geschafft, Jessie. Weiter so. Oh, Buster, ich weiß, dass du dir neue Reifen besorgen willst, aber deine Freundin Jessie braucht Hilfe. Oh nein, Jessie rutscht wieder zurück. Gut gemacht, Buster. Du bist zurückgekommen, um Jessie zu helfen. Das war sehr nett von dir. Oh nein, jetzt sieht es so aus, als stimmt etwas nicht mit Jessies Anhänger. Anscheinend schiebt dessen Gewicht sie zu schnell den Berg hinab. Sie hat die Kontrolle verloren, Buster. Schnell, Buster, du musst helfen. Das wird schon, Jessie. Buster ist gleich bei dir. Gut gemacht, Buster. Pass auf den Anhänger auf, damit er sich nicht überschlägt. Oh nein, da vorne ist schon die Werkstatt. Sie wird es nicht schaffen, rechtzeitig zu bremsen. Gute Idee, Buster. Benutze deine Bremsen, um Jessie langsamer zu machen. Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Buster. Und sieh mal, da sind die glänzenden neuen Reifen, die du wolltest. Arme Jessie, ihre Räder sehen auch ganz mitgenommen aus. Buster, ich glaube, jemand hat sie nötiger als du. Richtig so, Buster, gut gemacht. Jessie braucht wirklich neue Reifen. Die sehen toll aus, Jessie. Jetzt wirst du keine Probleme mehr haben, den Anhänger zu ziehen und Berge hinaufzufahren wird ein Kinderspiel. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Jessie. Oh, hallo, Buster. Oh, wow, ein Fußball. Sieh, da ist Scout. Sie möchte spielen. Toller Schuss, Buster. Gut gemacht, Scout. Wer fährt da die Straße entlang? Es ist Toni, der Truck. Oh nein, Buster, vorsichtig, wo du den Ball hinschießt. Pass auf Toni auf. Autsch, das muss wehtun. Ich hoffe, Toni ist okay. Buster, du musst vorsichtiger sein. Pass auf den Nagel auf. Oh nein, jetzt hat Buster ein Loch im Reifen.
Sieh mal, Scout. Tony, der Truck braucht Hilfe. Ich weiß, wen wir brauchen. Oh. Hurra! Ember, der Krankenwagen. Gute Arbeit, Scout. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Tony. Oh, Buster, das sieht schmerzhaft aus. Aber keine Sorge, es war ein Unfall. Tony ist jetzt in guten Händen und Ember wird bald zurück sein. Buster, sieh, da ist Ember. Jetzt bist du dran. Ab zur Werkstatt mit Buster. Aha. Oh wow, Tony sieht gut aus. Buster bekommt einen neuen Reifen. Alles repariert. Wow. Oh, Buster. Unfälle passieren. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Super Schuss, Buster. Oh nein, nicht nochmal. Buster ist jetzt vorsichtiger. Schau links, schau rechts. Genau so geht es. Gut gemacht, Buster. Hierher, Buster. Hallo, Buster. Oh. Oh nein, Buster sieht ziemlich krank aus. Hallo, Scout. Wie es scheint, will Scout spielen. Ich glaube nicht, dass es Buster heute gut genug geht, um zu spielen. Er fühlt sich wirklich krank. Schnell, Scout, hol Hilfe her. Oh, armer Buster. Das wird schon wieder. Jeder ist ab und zu mal krank. Seht mal, Scout hat Amber die Ambulanz geholt, damit sie mal nach Buster sieht. Gute Idee, Scout. Amber weiß bestimmt, was zu tun ist, damit Buster sich bald wieder besser fühlt. Es sieht so aus, als würde Amber Buster in seine Garage bringen. Lasst uns mal nachschauen, ob sie herausfinden kann, was mit Buster los ist. Zuerst überprüfen wir mal Busters Räder. Das seht mal, dieser hier hat gar keine Luft mehr drauf. Er muss aufgepumpt werden. Geschafft. Schon besser. Und Buster sieht auch gleich wieder gesünder aus. Aber so richtig gut geht es dir noch immer nicht. Genau, lasst uns mal Busters Temperatur messen mit einem Fieberthermometer. Das sieht gar nicht gut aus, Buster. Jetzt muss Amber mal Busters Motor durchsehen. Oh nein, Buster verliert Öl. Deshalb fühlt er sich unwohl. Amber kriegt das schon wieder hin mit ihrem Schraubenschlüssel. Alles ist gut, Buster. Gleich ist es geschafft. Nur noch ein paar Mal drehen. Und fertig. Gut gemacht, Amber. Buster scheint wieder ganz der Alte zu sein. Ich glaube, dass du dich wieder wohl genug fühlst, um rauszugehen und zu spielen, Buster. Er sieht sehr zufrieden aus. Das ist Buster, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist Zeit für Amber, wieder loszufahren. Mach's gut, Amber, und danke, dass du dich um Buster gekümmert hast. Scout und Buster gehen jetzt spielen. Macht's gut. Hallo, Buster. Was ist auf deinem Poster? Ein Löschfahrzeug? Das sieht ja aufregend aus. Schau, da ist Ashley, das Löschfahrzeug. Ich glaube, Buster möchte der Feuerwehr beitreten. Na los, Buster. Es ist Zeit, dich für deinen ersten Tag auf deiner neuen Arbeit fertig zu machen. Nur ein paar kleine Änderungen und... Wow, schau dir das an. Buster sieht wirklich wie ein Löschfahrzeug aus. Er hat eine Leiter, eine Sirene und einen Schlauch. Oh oh, der Feueralarm. Irgendwo ist ein Feuer. Ashley muss los und sich darum kümmern. Du bleib hier, Buster. Hallo, da ist Tony, der Truck. Pass auf die Pfütze auf. Oh nein, der gefallene Kasten hat ein Feuer verursacht. In der Feuerwache. Was machen wir jetzt? Schnell, Buster, das Löschfahrzeug. Lösch das Feuer. Oh oh, das Feuer hat sich aufs Dach ausgebreitet. Halte den Wasserstrahl drauf, Buster. Hurra, Robin ist zur Hilfe da. Und Ashley ist auch zurück. Oh.
Ihr schafft das, wenn ihr zusammenarbeitet. Zwei Löschfahrzeuge sind besser als eins. Puh, das Feuer ist endlich aus. Gute Arbeit, Buster und Ashley. Schau, da ist das Poster wieder. Aber warte mal eine Sekunde. Jetzt ist Buster auf dem Poster. Wow, du bist wirklich ein Held, Buster. Oh, wow. Buster ist jetzt eine Rakete und er fliegt ins All. 5, 4, 3, 2, 1, Start! Schau, wie Buster losdüst! Super, du hast es geschafft, Buster! Du bist jetzt im All! Was für ein cooler Ort! Ich glaube, Buster möchte das All erkunden. Schau mal, ein roter Planet. Lass ihn uns näher betrachten. Hallo, kleiner Weltraumfreund. Ich wette, dieser Außerirdische hat noch nie einen Bus gesehen. Wohin geht es jetzt, Buster? Oh, ein gelber Planet. Er ist so hübsch mit dem riesigen Ring um ihn herum. Sieh mal, Buster fährt auf dem Ring herum. Lass uns mal sehen, wie schnell du das kannst. Wow, das hat Spaß gemacht. Was hat Buster jetzt gesehen? Ein lila Planet. Ist der nicht riesig? Wow, Buster fliegt rund um die Planeten. Um den lila Planeten, den gelben Planeten und den roten Planeten. Aber warte, oh nein, ein blauer Planet. Buster ist zu schnell. Ich glaube, er wird da drauf prallen. Oh, was für ein Glück. Es war nur ein Traum. Alles ist gut, Buster. Schau, Scout benutzt ihr Teleskop, um sich den Nachthimmel anzusehen. Schau du auch mal, Buster. Da sind der lila Planet, der gelbe Planet und der rote Planet. Hallo, kleiner Weltraumfreund. Wach auf, Buster. Es ist ein brandneuer Tag. Aber warte mal, es gibt keine Farben. Wie komisch. Sogar Robin ist farblos. Schau, Robin. Buster hat dich wieder eingefärbt. Gut gemacht, Buster. Oh nein, das Entlein sieht traurig aus. Sie hat ihre Farbe verloren. Vielleicht kann Buster ihr helfen. Großartig, die Farbe ist wieder da. Oh, schau, wie glücklich das Entlein nun ist. Oh, schau. Terrys Hof hat auch seine Farbe verloren. Kann Buster helfen? Natürlich kann er das. Du hast das magische Etwas, Buster. Oh nein, nicht auch noch Scout. Schnell, Buster. Hilf ihr, wieder bunt zu sein. Na bitte, Scout. Alles wieder so, wie es gehört. Schau, Buster kann sogar Farben von Sachen ändern. Jetzt ist der Ball grün. Und jetzt ist der Ball lila. Buster weiß, wie man Dinge einfärbt. Wow, Buster hat Scout regenbogenfarbig gemacht. Jetzt ist er auch regenbogenfarbig. Er ist Buster, der Regenbogenbus. Da ist Terry wieder. Jetzt ist er Regenbogen-Terry. Und schau die Felder an. Und die Scheune. Überall Regenbogenfarben. Erstaunlich, Buster hat sogar die Wolken anders eingefärbt. Da fehlt nur noch eine Sache. Natürlich, ein Regenbogen. Der Regenbogenbus fährt über den Regenbogen. Tschüss. Oh, Buster. Es war nur ein Traum. Und es regnet draußen. Oh, das tut mir leid, Buster. Warte. Vielleicht hast du ja doch Magie, Buster. Du hast die Sonne, Buster. Oh, wow, sieh dir das an. Du bist im Wilden Westen. Und schau dir deinen Cowboy-Hut an. Das muss der Sheriff sein mit seinem goldenen Stern. Oh, schau, ein Lasso. Gute Arbeit, Buster. Jetzt bist du ein echter Cowboy. Da ist Terry. Zieh deinen Hut, um Hallo zu sagen. Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Warte. Das ist Bandit Bus.
Und was hat er auf seinem Rücken? Einen Beutel. Ich glaube, er hat den Süßwarenladen überfallen. Was für ein Bösewicht er ist. Du musst ihn aufhalten, Buster. Schnell, Buster. Er entkommt. Verfolge ihn. Wach auf, Sheriff. Da ist ein Räuber auf freiem Fuß. Sie rasen die Schienen entlang. Schneller, Buster. Du kannst Bandit nicht entkommen lassen. Wow, Bandit ist vor Suki den Zug gesprungen. Warte, bis der Zug vorbei ist und... Wo ist er hin? Oh nein, er fährt in die andere Richtung. Das war heimtückisch. Ihm nach, Buster. Bandit versucht, Buster im Kaktusfeld abzuschütteln. Vorsichtig, Buster. Die sind wirklich spitz. Du hast ihn fast erwischt. Pass auf. Bist du okay, Buster? Oh nein, der Kaktus hat deinen Reifen durchstochen. Bandit rast davon. Oh nein, mit einem Platten wirst du ihn nie fangen. Warte, natürlich. Das Lasso. Fang ihn damit ein, Buster. 1, 2, 3, los. Großartig, du hast es geschafft. Du hast Bandit gefangen. Und da ist Sheriff Otis. Ich bin mir sicher, dass er sehr dankbar ist. So, jetzt ist Bandit im Gefängnis, wo er hingehört. Oh wow, du hast jetzt auch eine Polizeimarke. Sheriff Buster, wie toll. Wow, das war ja ein aufregender Traum. Frohe Fahrt, Buster. Lass uns malen, 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 lass uns formen, malen. Plitsch, platsch, platsch, überall malen. Welche Form ist das? Ist rund wie ein Ball. Ein Kreis in Rot, ist das nicht toll? Lass uns malen, 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 lass uns formen, malen. Plitsch, platsch, platsch, überall malen. Welche Form ist das? Ein Quadrat, genau. Mit vier gleichen Seiten, Scout malt es blau. Lass uns malen, 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 lass uns formen, malen. Plitsch, platsch, platsch, überall malen. Welche Form ist das, die Digger da macht? Ein Dreieck, sie jetzt hat er's Geld gemacht. Lass uns malen, 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 lass uns formen, malen. Plitsch, platsch, platsch, überall malen. Welche Formen sind das? Ein Rechteck in Grün und ein goldener Stern, er ist wunderschön. Welche Formen sind das? Ein Herz in Pink. Lass uns malen, 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 lass uns formen, malen. Plitsch, platsch, platsch, überall. Und die mehrfarbige Form ist eine Reise, glaub ich. Lass uns malen, 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 lass uns formen, malen. Plitsch, platsch, platsch, überall malen. Buster, der Bus, er schläft gerade ein und träumt, dass er in der Tiefe sei. Er träumt, er sei unter dem Meer. Er mag diesen Ort sehr. Der Bus hat gelbe Flossen, hier unter dem Meer schwimmt er daher. Buster, der Bus, wird gern hier bleiben, hier kann man so toll spielen. Find neue Freunde unter dem Meer, schwimmen zusammen, spielen mit mir. Find neue Freunde unter dem Meer. Sam kommt aus dem Dunkeln und zieht vorbei. Buster, der Bus, er schwimmt weg vor Schreck, findet ein gutes Versteck. Der arme Sam sieht traurig aus, ist ganz allein und das macht ihm was aus. Buster, der Bus, er nimmt sich die Zeit und macht einen neuen Freund. Find neue Freunde unter dem Meer, schwimmen zusammen, spielen mit mir. Find neue Freunde unter dem Meer, komm auf und spiel mit mir. Buster und Sam bleiben gute Freunde, bis Busters Traum doch endet.
sind neue Freunde.